ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir werden heute mal zusammen... Eine Sekunde! Tada! Oh, das Logo ist auf der anderen Seite. Also auf jeden Fall werden wir zusammen Kick-Bikinis testen. Und wundert euch nicht, wenn ihr es schon seht, dass ich hier irgendwie nass bin. Ich habe es auch gemerkt, keine Angst, das ist noch von einem anderen Video gerade, aber ich hatte jetzt keinen Bock, mich umzuziehen, weil ich mich ja gleich eben mit Kini schmeiße. Wer weiß, aus welchem Video das ist, der kann das jetzt mal in die Kommentare schreiben. So, zurück zum Videothema. Ich habe bei Kick ganz, ganz viele Bikinis bestellt und ich bin einfach mal richtig gespannt, wie die Qualität von Kick-Bikinis ist, wie sie sitzen, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis generell ist und so weiter. Denn ich kann euch schon mal verraten, dass die Bikinis wirklich alle super günstig waren. Ich persönlich liebe wirklich alles, was mit Mode zu tun hat. Und deswegen mag ich es auch immer wieder, einfach verschiedene Webseiten, verschiedene Online-Shops auszuprobieren. Und wenn ihr Bock habt, dass in Zukunft noch weitere Live-Tests kommen, dann gebt dem Video jetzt mal einen Daumen nach oben. Daran sehe ich das nämlich. Und jetzt genug gelabert, viel Spaß mit dem Video. Bevor wir starten, wollte ich euch noch mal ganz kurz die Preise nennen. Denn keiner der Bikinis hat tatsächlich über 10 Euro gekostet. Was echt super krass ist, finde ich. Es gibt einen Badeanzug, der hat 12,99 Euro gekostet. Der kommt nachher auch noch. Der erste Bikini ist dieser korallfarbene, beziehungsweise neon-orangefarbene Bikini. Ich habe gerade gemerkt, dass ihr die Farbe so überhaupt nicht sehen könnt. Deswegen zeige ich euch sie so nochmal. Also hier könnt ihr den Farbton, glaube ich, sehr, sehr gut erkennen. Auf jeden Fall hat der Bikini, ich zeige euch das mal aus der Nähe, hier ganz cool am Dekolleté so ein Lochmuster. Das sieht wirklich sehr süß aus. Und da kommt auch direkt das Oberteil mit der Hose zusammen. Also man hat direkt alles zusammen und braucht das nicht einzeln bestellen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie der passt und wie der sitzt. Also ziehe ich mal an. Das ist jetzt der Bikini angezogen. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also fangen wir mal an mit der Hose. Genau, fangen wir jetzt mal mit der Hose hier an, ausnahmsweise. Also die Hose, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wahrscheinlich schon, dass es hier so ein bisschen einschneidet. Also es fühlt sich jetzt nicht ganz so bequem an. Aber gut, die Hose könnte man ja nochmal separat in einer Nummer größer bestellen. Die war jetzt nicht so teuer. Und das Oberteil, muss ich aber sagen, finde ich richtig schön. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut hier oben mit diesem Ausschnitt. Ich finde auch, es passt sehr gut. Und ich finde es vor allen Dingen auch sehr gut, dass es halt hier Polster hat. Also da kann man dann auf jeden Fall nichts durchsehen. Und ich persönlich habe jetzt eh nicht so große Brüste, beziehungsweise kleine Brüste. Und dann fühle ich mich eh immer wohler, wenn hier auf jeden Fall noch so ein Polster ist. Von daher muss ich sagen, ist mein Fazit zu diesem ersten Bikini echt positiv. Ich bin gerade echt richtig begeistert, weil ich die Farbe vor allen Dingen auch liebe. Ich finde, die Farbe ist richtig, richtig schön. Wie findet ihr denn diesen Bikini? Stimmt auf jeden Fall jetzt mal in den Kommentaren ab. Wie viele Sterne würdet ihr diesem Bikini geben? Also bis auf die Hose, aber da kann ja die Hose nichts für, dass sie mir zu eng ist sozusagen. Deswegen würde ich diesem Bikini tatsächlich 4 Sterne geben. Ja, 4, genau. Also 5 will ich jetzt noch nicht geben, weil wir wissen, was noch so kommt und die Hose passt halt nicht perfekt. Aber grundsätzlich 4 Sterne ist auch schon mal sehr gut, würde ich sagen. Bikini Nummer 2 sieht so aus. Ups, falsch rum. Und ich muss euch sagen, ich bin gerade schon irgendwie etwas irritiert über die Hose. Also irgendwie sieht die doch recht omahaft aus, aber solche High-Waist-Hosen sind ja jetzt sehr in. Deswegen vielleicht sieht sie auch angezogen besser aus. Mal gucken. Ups. Auf jeden Fall ist das das Oberteil. Und das Oberteil ist eigentlich ziemlich cool, denn das ist so ein, oder? Ich muss mich mal kurz orientieren, ob ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Das ist so ein Off-the-Shoulder-Oberteil. Also wie ihr seht, geht das dann hier hinten so über die Schulter. Und oben um den Nacken herum, glaube ich, ist dann halt dieser, diese Schnur nochmal, dieser Träger. Ja, ich bin gespannt. Das Oberteil könnte ich mir schon wirklich sehr gut vorstellen. Bei der Hose werden wir mal gucken. Oh mein Gott, Leute. Oh, ich freue mich gerade mega. Wie schön ist dieses Oberteil? Oha. Ich bin gerade mega begeistert von dem Oberteil. Wie schön sieht das einfach mal aus? Hier mit dem Cutout, also mit dem Off-the-Shoulder und dann hier mit diesem Band. Und auch das Muster vom Oberteil finde ich richtig schön. Das hat auch übrigens wieder eine Polsterung. Ich bin gerade richtig... richtig geflasht, ehrlich gesagt, schon vom Start dieses Videos, dass dieser Bikini mir auch so gut gefällt, bis auf die Hose. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich euch sie überhaupt einblenden kann oder ob ich sie vielleicht die ganze Zeit verpixeln musste, denn diese Hose ist erstens extrem eng und zweitens, also die ist zu klein auch wieder, und zweitens schneidet sie dadurch erstmal extrem an den Seiten ein und irgendwie... auch vorne rum ist es irgendwie so ein bisschen wenig Stoff. Das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen ärgerlich, dass die Hose zu klein ist. Ich weiß nicht warum,
Aber entweder fallen die sehr klein aus oder vielleicht brauche ich auch in den Kick-Bikini-Hosen einfach Größe M grundsätzlich. Werden wir ja gleich noch sehen. Aber ich finde es einfach so cool hier mit dem Oberteil. Ich finde, das hat was richtig Besonderes. Deswegen würde ich diesem Bikini tatsächlich auch 4 Sterne geben. Bikini Nummer 3 erinnert mich irgendwie an so ein Unterwäscheset, oder? Also irgendwie hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Bikini ist, wenn ich das so da hängen gesehen hätte. Aber, okay, ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Also das ist halt auch wieder Oberteil und Unterteil in einem, was ich eigentlich beim Shoppen immer richtig praktisch finde, weil dann braucht man nicht im Online-Shop immer alles zusammenzusuchen. Ich finde das Muster an sich sehr schön. Ich bin mir nur unsicher, ob mir das passen wird. Ich ziehe ihn mal an. Leute, ich kann euch schon mal sagen, also bei diesem Bikini bin ich mir jetzt gerade echt sehr unschlüssig, wie ich den finden soll. Wahrscheinlich auch, weil es einfach generell gar nicht so diese Bikini-Oberteilform ist, die ich trage. Weiß ich nicht, fühle ich mich da irgendwie nicht so wohl drin. An sich ist er aber super schön. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch der erste Bikini, wo die Hose fast hundertprozentig passt. Also ich weiß auch nicht, was ich irgendwie habe, aber irgendwie sind die mir alle, also vom Gefühl her irgendwie so zu eng, dass das hier so einschneidet. Und das mag ich halt gar nicht. Aber grundsätzlich kann man da auf jeden Fall mit rausgehen. Und die Hose ist auch wieder ganz normal. Also auch hinten ist sie jetzt nicht zu knapp. Und deswegen würde ich diesen Bikini jetzt aber, auch wegen dem Oberteil und wegen der Hose, ich weiß nicht, vielleicht merkt ihr das, ich fühle mich da irgendwie nicht so ganz wohl drin. Deswegen würde ich diesem Bikini nur 3 Punkte geben. Nur 3 Sterne für diesen Bikini. Ja, also den werde ich zurückschicken. Und die nächste Sache ist jetzt kein Bikini, sondern zur Abwechslung ein Badeanzug. Ich dachte mir, Badeanzüge habe ich eigentlich so gut wie gar keine, aber finde ich eigentlich vor allem für Fotos auch mal ganz gut oder wirklich auch sehr praktisch, wenn man richtig irgendwo reinspringen will und nicht irgendwie immer sein Oberteil und seine Hose verlieren will. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Dafür sind Badeanzüge auf jeden Fall sehr praktisch, dass man sich um nichts mehr Sorgen machen muss, nichts verrutscht oder verloren geht. Und dieser ist jetzt einfach weiß, wie ihr sehen könnt und hat sogar hier noch, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, so eine Stickerei vorne. Also der ist eigentlich ganz süß gemacht. Das Oberteil ist auch gepolstert. Ich ziehe ihn mal an. Das ist jetzt der Bikini, auf den ich ja wirklich mit am meisten gespannt war. Und ich muss sagen, der ist leider auch wieder zu eng. Also hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich weiß nicht warum. Ansonsten passt er obenrum sehr gut. Und ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich auch sehr schön. Also ich bin echt fast ein bisschen traurig, dass er jetzt hier irgendwie so eng ist. Weil ansonsten finde ich den echt super schön. Also mit diesem Netz hier, das sieht echt sehr cool aus. Aber er hat wirklich genau an den richtigen Stellen wieder Stoff. Also er ist wirklich nur hier transparent, wo es auch transparent sein darf. Hinten am Rücken kann ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen, hat er auch bis hierhin Stoff. Also ich muss sagen, mein Eindruck von dem Bikini ist eigentlich auch sehr positiv. Also dieses Video entpuppt sich echt zu einer neuen Bikini-Sammlung von Laura Duell. So habe ich das irgendwie gerade im Gefühl. Ich würde diesen Bikini, wenn er jetzt hier perfekt passen würde, wahrscheinlich 5 Sterne geben. So gebe ich dem Bikini aber wieder nur 4 Sterne. Übrigens mal ganz kurz zwischendurch, so als Info. Also ich finde wirklich, keiner der Bikinis fühlt sich qualitativ schlecht an. Die fühlen sich alle richtig hochwertig an. Also ob sie jetzt von Kick wären oder von H&M oder von Calzedonia oder sonst was. Ich finde, da merkt man keinen Unterschied jetzt so vom Gefühl, vom Stoff her. Diesen Bikini musste ich einfach kaufen, weil ich das so süß fand mit diesen Bommeln. Also ich bin da irgendwie voll, weiß ich auch nicht, voll der Fan von solchen Bommeln. Egal, wo die dran sind, ich mag das sehr gerne. Das Muster an sich, finde ich, hat sich ganz so spektakulär. Wie ihr sehen könnt, ist das so schwarz und weiß und irgendwie mit so komischen Zeichen. Aber ja, wir können ja einfach mal gucken. Und auf jeden Fall hat der auch herausnehmbare Polster steht drauf, was auch sehr gut ist. Und ist so eine Triangelform, die ich eigentlich nicht so gerne mag. Aber wie gesagt, ne, die Bommel haben mich verlockt. Also ich bin gespannt. Dadam. Dieser Bikini ist ein kleiner Fail. Nicht wegen dem Oberteil, das sieht eigentlich echt oder passt auf jeden Fall sehr gut. Und gefällt mir auch eigentlich erstaunlicherweise, obwohl ich eigentlich diesen Ausschnitt nicht so gerne mag. Aber wahrscheinlich wegen dieser süßen Bommeln. Aber jetzt kommen wir zum Fail und zwar ist es die Hose hier. Die Hose ist Größe XS und ja, wahrscheinlich, ne, die anderen Hosen waren, glaube ich, Größe S und die haben mir schon nicht gepasst. Und diese Hose, die geht einfach überhaupt nicht, also ich komme da überhaupt nicht rein. Die ist auch irgendwie nicht so richtig stretchig, also diese Hose ist ein absoluter Flop wegen der Größe. Die werde ich aber auf jeden Fall nochmal größer bestellen. Ich habe jetzt einfach anstatt diese Hose eine andere Hose angezogen von einem anderen Bikini.
Und ich finde, man kann das eigentlich theoretisch auch so wirklich machen, weil ja, das ist ja einfach schwarz-weiß und das ist schwarz, also es könnte eigentlich auch so zusammen sein. Und dann finde ich eigentlich, dass der Bikini super schön ist, ein echter Hingucker mit den Bommeln. Und so schwarz-weiß mag ich es eigentlich auch ganz gerne. Und deswegen würde ich diesem Bikini tatsächlich, ja gut, wegen der Hose ist es jetzt ein Fail. Und das ist nicht so ganz mein mega krasser Favorit. Ich würde ihm 3 Sterne geben. So, einen Bikini, der jetzt kommt, den habe ich echt schon sehr, sehr lange gesucht. Und zwar ist es so ein schwarzer Bikini, der hier vorne so ein Lochmuster auch hat. Wie ihr sehen könnt, genau am Dekolleté sozusagen, genau in der Mitte. Und so einen habe ich echt schon häufig auf Instagram-Fotos gesehen. Finde ich sehr schön, obwohl schwarz an sich ja eigentlich langweilig ist für den Sommer. Aber durch dieses Extra finde ich das ganz cool und ich mag diese Oberteile eh sehr gerne, die hier oben so hochgeschlossen sind. Die Hose ist auch in dem Stil, hat auch hier diese Cutouts an den Seiten. Ah, ich freue mich gerade voll. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Mein Bikini, der höchstwahrscheinlich 5 Sterne kriegt, weil, also folgendes. Also, ich finde das Oberteil, wie gerade schon angesprochen, so, so cool. Ich habe das schon ganz häufig auf Instagram gesehen und ich wollte schon ganz lange so ein Oberteil haben. Ich hatte sogar schon mal ein ähnliches. Allerdings war das hier ohne Polsterung und das hat mich irgendwie immer voll gestört. Und hier bei diesem Oberteil finde ich das richtig cool, weil das hier eben eine Polsterung drin hat. Und ich finde auch, bei diesem Bikini ist es wirklich das erste Mal, dass die Hose richtig gut passt. Also die Hose ist so, so bequem und ich finde auch hier schneidet nichts ein. Ich finde das super cool hier mit diesem Cutout auch nochmal. Es passt halt wirklich richtig gut zum Oberteil. Und deswegen kriegt dieser Bikini tatsächlich auch von mir 5 Punkte. Also ich freue mich echt richtig, den jetzt zu tragen. Und ich werde da auch garantiert ein Instagram-Foto machen. Also falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Da heiße ich ja Laura Joelle. Und ich poste da auch immer ganz viele Fotos aus dem Urlaub mit Bikinis und tralala. Und ich werde nochmal im Urlaub sein im September. Und deswegen, ja, werdet ihr den da garantiert sehen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr es auch cool fandet. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich bin ganz gespannt, jetzt eure ganzen Kommentare zu den Bikinis zu lesen. Hier am Rand kommt ihr noch zu meinen letzten 2 Videos. Die Links dazu findet ihr auch in der Infobox. Und ich habe euch alle lieb und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis nächste Woche, Mittwoch. Meine Videos kommen ja immer Mittwoch und Sonntag. Macht's gut. Ciao.